Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind bei der Firma SHR und heute kommt hier ein Motor rein. Ich will nicht lange um den heißen Brei reden. Es wird kein Fünfzylinder. Warum wird es kein Fünfzylinder? Guten Appetit. Mhm. Ja, da ist Sascha. Wir haben uns lange über das Thema unterhalten. Machen wir einen Fünfzylinder oder machen wir keinen Fünfzylinder? Das Problem ist halt, warte mal, ich mach mal so, dass ihr uns beide sehen könnt. Das Problem ist halt, das ist auch immer eine Geldfrage. Ne? Ich müsste nicht nur den Umbau von dem Fünfzylinder bezahlen, sondern der Wagen war ja mal ein GTD. Den haben wir hier bei SHR auf R-Technik umgebaut. Genau. Das heißt, es ist immer noch ein Frontantrieb. Damit ich den DASA eingetragen bekomme, müssen wir Allrad haben. Du musst auf Allrad umbauen. Genau. Das kostet auch nochmal eine gute Stange Geld. Genau. Nur bei dem Allradumbau sind wir, je nachdem, vom Preis hängt es natürlich immer davon ab, wie du die Teile bekommst. Das heißt, wir liegen nur für den Allradumbau alleine zwischen 7.500 und 10.000 Euro ungefähr. Wie gesagt, je nach Teilemarkt. Und dann kommen noch mal so um die 35, das ist dann aber schon Stage 1 mit 500 PS. Mit 500 PS dazu, ja. Da legst du dann noch mal 35 drauf. Ne? Rechnen wir mal nicht 7,5, sondern rechnen wir mal 10, sind das 45.000 Euro, dass da ein Fünfzylinder drin steckt. Ist schon eine Stange Geld. Ich feiere den Fünfzylinder natürlich auch und ist immer noch ein großer Wunsch oder Traum von mir. Aber es ist halt nur ein geiler Klang. Also eine teure Auspuffanlage, sage ich jetzt mal böse. Naja. Ja, ist der Charakter des Motors hat ein bisschen mehr als eine Sound. Ja, klar, selbstverständlich, ja. Aber ist halt schwierig. Es sind halt 45, ne, die dann da so im Raum stehen und die musst du auch erstmal verdienen. So, habe ich nicht verdient, deswegen bleibt der Vierzylinder. Aber wir haben hier so ein bisschen was gemacht an dem Vierzylinder. Ja, wir haben den verstärkt. Das heißt, wir haben ihn einmal komplett zerlegt, ein paar Teile geprüft, geguckt, ob wir sie wiederverwenden können. Das heißt, Kurbelwelle und so weiter und so fort auf Maßhaltigkeit, ein Block auf Maßhaltigkeit. Er hat komplett neue Lagerschalen bekommen, neue Bläule, verstärkte Bläule, Haarschaftbläule und verstärkte Kolben. Genau, die Kolben. Schmiedekolben, ne? Die Kolben sind ja aus dem DASA. Die sind für den DASA konzipiert. Genau. Ne? Die haben eine relativ gute Brennmultengeometrie und darum benutzen wir die auch für die Vierzylinder. Mhm. Von welcher Marke war das? IAP. IAP. Italien, IAP. Genau. Ja, ja. Da auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Subi Performance. Ich weiß, wie gesagt, viele von euch werden enttäuscht sein und werden wahrscheinlich schon längst abgeschaltet haben wieder und das Video gar nicht weiter gucken. Ich blende hier mal aus dem ersten Motor-Video oder beziehungsweise aus dem letzten, wo wir ihn rausgeholt hatten, blende ich mal so ein paar Sachen ein. Viele von euch werden wahrscheinlich eine Ahnung haben, was passieren könnte. Ich weiß noch nicht, ob das so ganz richtig ist. Also eure Ahnung. Ja, guck mal, was so noch passiert. Ich will nicht, dass am Ende irgendjemand sagt, ich hab's gesagt, ich hab gar nichts gesagt. Ich zeige euch einfach ein paar Bilder und wir gucken mal, was so passiert. Da habt ihr jetzt gemerkt, dass ich da schon die ganze Zeit darauf eingegangen bin, dass ich euch immer nur Bilder zeige, es aber sein kann, dass nicht das, was ihr denkt, hier passiert. Und es ist ja auch halt so, ne? Auch in den Kommentaren zum Beispiel bei Insta, wenn ihr bei Insta folgt, hat es mitbekommen. Ich habe von den Federn, ne? Mhm. Von den Federn habe ich ein Bild gepostet. Wenn du da die Nummer gegoogelt hast, wusstest du sofort, das ist Vierzylinder. Wenn jemand geschrieben hat, kommen Fünfzylinder rein, habe ich immer geschrieben, ich denke nicht und so weiter. Ne? Ja. Gelogen hast du ja nicht. Gelogen. Hast du jetzt nur nicht unbedingt alles verraten. Ich habe nur nicht alles verraten. Also wie gesagt, ich weiß, dass viele von euch enttäuscht sein werden. Wenn jemand dieser 45 über hat, kann er mir die gerne geben. Dann komme ich auch nochmal zu SHR und dann bauen wir hier einen 15 rein. Motor ist frisch. Sehr frisch. Genau, das Ganze haben wir auch nicht gemacht, damit ich mehr Leistung fahre oder sowas, sondern einfach nur, damit das alles haltbar ist. Genau, also die Serienmotoren können eigentlich schon an sich viel, ne? Aber auf Dauer leider nicht. Ne? Das heißt, genau. Es kann schnell, was weiß ich, zu einem... Also wenn man so einen hohen Verbrennungsdruck fährt oder sowas, dann ist man nachher schon möglicherweise bei einem Ringsteckbruch in der Nähe. Und da wollen wir auch nicht hin. Und vor allen Dingen jetzt, wie viel hatte der Motor jetzt runter? Du bist ja alleine schon, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 mit dem... Ja, 30.000. Mit aber dem man Umbau muss sagen, gefahren. Wirklich ohne Probleme, ja. Auch, ne? Ja. Also hat so, und dann war der Motor, hat ja auch schon mal eine Grundlaufleistung gehabt, wo du ihn reinbekommen hast. Genau, das war 60. Boah, ich weiß es gar nicht. Also die Karosse hat jetzt knapp 100 runter. Ja, und dann ist es schon mal gut, dass man es macht. Erstens, du hast wieder Luft nach oben, falls du mal irgendwann mal, was weiß ich, einen größeren Lader oder sowas machen möchtest. Mhm. Ne? Du hast dann halt nochmal einen Spielraum, wo du nochmal hochsetzen kannst. Ventilfedern sind ja auch verbaut, hatte ich gerade vergessen zu sagen. Ja. Das heißt, du kannst da eh nochmal höhere Abgasdrücke fahren. Das Problem ist halt, dass
Es wurde ja extra Gutachten und sowas erstellt, weil du musst ja, da wir in Deutschland leben, musst du halt immer so ein, wie heißt das, Abgasgutachten und sowas muss immer gefahren werden und so weiter. Und nur allein so ein Abgasgutachten ist schweineteuer in Deutschland. Und es wird sogar gerade extrem, also das wird noch teurer. Du hast mal so, nur damit ihr mal eine Hausnummer habt, du hast mal so 13 ungefähr bezahlt, 10, 13. Und jetzt habe ich von jemandem gehört, der für sein Unternehmen ein Abgasgutachten machen will, der legt schon 22 auf den Tisch. Ne, und ist da schon am Überlegen, nur für ein Abgasgutachten, damit man dann die verbauten Teile, die alle in dem Moment der Prüfung eingebaut waren, also die Komponenten, dass du die auf dem nächsten Auto weiter abbilden darfst. Dass du das weiter abbilden darfst, genau. Und da muss man gucken, auch als Unternehmer, lohnt sich das dann überhaupt? Und hier sind jetzt 496 PS eingetragen. Dabei müssen wir auch bleiben. Das Problem ist, dadurch, dass ich halt diese ganzen Videos mache, gibt es natürlich auch viel Präsenz, auch bei der Polizei natürlich, jetzt gerade mit der geilen Optik natürlich noch mehr. Das heißt, wenn das Ding irgendein Polizist dann mal auf den Prüfstand stellt und da ist mehr Leistung drauf, als eingetragen ist, dann ist die Karre halt weg. Also, ja, oder? Also was heißt, die Karre ist weg? Erstmal muss man Messungsbedingungen haben. Ne? Wenn da 20 PS drüber sind, ist das eine Toleranz. Alleine das muss ja nur kälter sein. Ja, aber ich glaube, 10, also wir könnten sogar, es sind 496 eingetragen. Ich glaube, bis 55 dürften wir sogar legal gehen. Ne? 10% Abweichung, Relevanzabweichung. 10% ja. Dürfte man sogar. Ja, aber an der Software machen wir ja nichts. Wie gesagt, nee. Wir haben den Motor einfach nur verstärkt, damit es hält. Der ist verstärkt, genau, damit das hält. Dieselbe Verdichtung, alles. Das ist genau. 1:1, nur halt fester. Nur halt fester, genau. Wie der ganze Motor gebaut wird, kommt, das Video seht ihr jetzt um 10 Uhr, Sonntag. Euer Video kommt? Dann denke ich 18:30. 18:30, bei SAR. Ich packe den Link zu dem Kanal unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr da Interesse habt, euch das Ganze, oh, mein Arm ist voll schwer, ich habe richtig Muskelkater im Bizeps. das könnt ihr euch da auf jeden Fall ansehen. So, was sind so dann die ersten Schritte, die wir jetzt machen? Das erste ist, glaube ich, dass wir mal zum Motor gehen, gucken. Ja, genau. Weil es ist so, wie du ihn ausgebaut hast. Du siehst einfach nichts. Ja, aber das hier zum Beispiel, habt ihr das sauber gemacht oder neu? Ja, nee, sauber, das putzen wir. Also so Kunststoffteile, die jetzt nicht unbedingt schon 5 Jahre alt sind, die ersetzen wir nicht. Ne? Mhm. Wenn man jetzt merkt, dass das Kunststoff schon hart ist und ein bisschen die Weichmacher rausgehen, dann wird es getauscht. Ne? Aber was natürlich ist, ist, dass jede einzelne Dichtung an dem Motor getauscht wird. Metalldichtung so oder so, die darf man so oder so nicht zweimal benutzen. Ja. Es gibt Gummidichtungen, die kann man ein-, zweimal benutzen. Also zusätzlich benutzen, aber wir machen sie einfach neu, weil wir nicht nochmal dran wollen. Ne? Mhm. Düsen und sowas machen wir jetzt nicht neu, weil es gab keine Probleme. Wenn ich jetzt sagen würde, der Motor hätte schon so 150 runter oder sowas, dann würde ich da auch ein paar neue Hochdruckdüsen anbieten. Ne? Mhm. Aber aus dem Grund, weil es da zu Fehlfunktionen kommen kann, ne? Oder dass sie abweichen oder sonstiges. Ja, verstehe. Aber was hat man da? Mal einen neuen Flachriemen, eine Umlenkrolle, die einen weg hat oder sowas. Ne? Ja. Kettensatz mache ich prinzipiell immer, wenn ich ihn aufmache, prinzipiell immer die Spanner mit, so oder so. Okay. Immer, das weiß ich nicht, das hat sich so bei mir eingefleischt. Na, selbst wenn ich einen Motor habe, der nur 20 gelaufen hat, den auseinandernehme, ich habe das Bedürfnis, die Spanner mitzumachen. Mhm. So, klar gucke ich dann die Kettenlängung, ne? Die kann ich messen. Wenn die Kettenlängung im mittleren Bereich ist, dann baue ich sie nochmal ein. Wenn sie aber schon fortgeschritten ist, dann mache ich auch direkt immer einen neuen Kettensatz. Mhm. Ne? Fortgeschritten heißt nicht, dass es nicht funktioniert, aber dass es in den nächsten 30, 40, 50.000 kommen könnte. Naja, wenn man es dann schon mal draußen hat, dann kann man genau. Es natürlich auch gleich mitmachen. Ne? So ein Kettensatz kostet nicht die Welt, aber wenn man die Arbeit nochmal dazu rechnet, ne? Wenn ich jetzt alleine nur das Kettengehäuse aufmache, bist du schon wieder bei 6-7 Stunden Arbeit mit ja. Zukleben und allen Kram, pipapo. Mhm. Ja, klar. Kann man sich sparen. Ne? So eine Werkstattstunde kostet auch jetzt ein 100er oder sowas mittlerweile in der freien Werkstatt. Ja. Und wenn du zu VW fährst, bist du ja, glaube ich, sogar bei 140, 150 ja. Euro. Das ist schon so. Also macht man es direkt mit und der Kettensatz kostet, ehrlich. Ja. Okay. Ja, gut. Das dann ist wir den. Der Motor, genau. Genau. Dann holen wir den Mitarbeiter des Monats. Wo ist er eigentlich? Asmir! Er räumt. Arbeiten! Er räumt fachgerecht die Spülmaschine ein. Nee, also wir fangen wieder so wie das letzte Mal an. Das letzte Mal haben wir angefangen, dass wir zuerst die Achse abnehmen. Wir machen das gleiche Spiel wie beim Ausbauen. Mhm. Wieder genau dasselbe, nur dass es halt rückwärts ist, dass der Motor wieder danach reinkommt. Mehr nicht. Ich würde euch eigentlich ganz gerne einen Zeitraffer zeigen vom Einbau. Ich hatte die Kamera über Nacht geladen. Ich hatte nur vergessen, den Stecker in die Steckdose zu stecken. Ja, also einen Zeitraffer gibt es heute nicht. Nicht? Aber ich hätte vielleicht eine Kamera da. Ja? Du brauchst eine Speicherkarte. Ja, okay, dann gibt es doch einen Zeitraffer und zwar jetzt.
Was ihr gerade im Zeitraffer gesehen habt, war 1 Stunde und 25 Minuten, alles angeschlossen, alles drin. Ja, dank Asmir hier, ne? Auch ja, nicht hier muss, also muss ich mal sagen, echt brutales eingespieltes Team, ne? Mittlerweile. Ja. Dafür, dass Asmir ist ja immer noch Azubi, ne? Noch Azubi, aber er ist bald, wann Prüfung? Hey. Ende des Jahres. Ja, okay. Ab. Nee, geht so. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Achso, genau. Wir haben jetzt alles eingebaut, angeschlossen. Also elektrisch ist er voll angeschlossen, wassertechnisch auch. Also eigentlich alles, was mit Flüssigkeiten zu tun hat, ist jetzt angeschlossen. Wie auch die Elektrik. Was wir jetzt machen, ist vororgeln. Das heißt, wir haben keine Zündkerzen drin, dass wir keine Belastung auf den Lagerschalen haben beim Vororgeln. Vororgeln mache ich aus dem Grund, dass ich überall, ich habe den zwar mit unserer Paste eingebaut und er würde auch locker mit eine Minute würde er gut laufen, ohne einen Schaden davon zu nehmen. Mhm. Ne? Aber wir orgeln denen halt jetzt gerne vor, dass wir einmal die Ölpumpe komplett gefüllt haben, das komplette Ölsystem gefüllt ist, dass die Nockenwellensteller schon mal gefüllt sind, dass die Kettenspanner vor allen Dingen schon mal gefüllt sind, dass die Kette nicht überspringt und dass die Lagerschalen mit ausreichend Öl vorgeschmiert sind. Ne? Ja, okay, verstehe. Das ist einfach jetzt nur eine Prozedur vorher, dass wir sagen können, beim Starten wird jetzt nicht irgendwie was sein, was überspringen kann, weil der Motor zu schnell hochdreht oder. Ne? Mhm. Das ist jetzt so das Erste, was wir machen. Asmir, orgeln mal wie den. Hört sich kaputt an, ne? Ist er aber nicht. Ist jetzt ein E-Auto. Und gleich, wenn er schneller wird. Er spritzt, aber wenn er versucht, Benzin einzuspritzen. Ja. Ne? Er ist jetzt im Startmodus mehr oder weniger. Jetzt wird er schneller und jetzt weißt du, dass er überall Öldruck hinkommt. Ne? Ja. Noch einmal kurz. Siehst du, wie schnell er jetzt schon ist? Ja. Krass, ja. Ihr könnt es auf der Kamera gerade leider nicht sehen, aber er spritzt da. Ich würde ja mal, ich kann mal ein Feuerzeug als Licht dran halten. Naja, das wäre gut. Ja. Jetzt hörst du es. Ja. Ja. So, und wenn wir gehört haben, dass die Geschwindigkeit deutlich hochgegangen ist, bauen wir Zündkerzen ein, bauen Zündspulen ein. Zündkerzen sind auch wieder die vom DASA, ne? Die wir genau, vorher auch hatten. Genau, das sind die vom DASA. Zum Einfahren machen wir die jetzt nochmal rein, deine alten. Ja. Sobald du eingefahren bist, machen wir neue Zündkerzen, weil dann ist die Laufleistung der Kerzen eigentlich schon erschöpft. Ja, okay. Ne? Und dann haben wir hier noch Zündspulen, habe ich mitgebracht. Und zwar sind die von APR. Die habe ich über Jean-Pierre bezogen. Er ist ja APR Deutschland. Das wird alles ganz gut laufen. Vor allem, Leute, guckt euch bitte an, wie tief der gerade jetzt nochmal mit dem Motor gekommen ist. Ich habe an dem Fahrwerk ja extra noch gar nichts eingestellt. Dadurch, dass hinten zum Beispiel die Rückbank und sowas ja alles draußen ist. Warte, ich zeige euch nochmal von hinten. Na, hier, guck mal, hier liegt sogar das Carbon schon in einem Coverraum. Ja, dadurch, dass hier hinten alles rausgewandert ist, habe ich hinten auf der Hinterachse jetzt natürlich nicht mehr so viel Gewicht. Das müsste ich eigentlich nochmal wiegen, ne? So ganz Philipp-mäßig. Wobei, er steht eigentlich schon. Okay, also Spurplatten ist klar, die müssen halt noch drauf. Die kommen noch drauf, aber ich wollte mit dem Ganzen jetzt erstmal warten, bis der Motor drin ist. Und dann, wenn ich das Fahrwerk einstelle, dann kommen auch
kommt die Entscheidung, wie viel Millimeter Spurplatten da drauf kommen. Genau. Also man könnte eine Kleinigkeit noch zu den Zündspulen sagen. Bei den Zündspulen geht es eigentlich darum, wenn man jetzt welche außen, sagen wir mal, mit Sport oder Rennsport oder Straßensport, könnt ihr euch aussuchen, ne? Man nimmt diese Zündspulen nur, die überarbeitet sind, aus dem einfachen Grund, man möchte einen zuverlässigeren Zündfunken haben, ne? Mhm. Also eine Serienspule ist schon sehr gut. Nur diese hier, da hat man nochmal ein Fünkchen mehr Verlass drauf, dass sie, weil die mit einer etwas höheren Leistung arbeiten, dass der Zündfunke auch wirklich durchkommt. Ne? Mhm, okay, verstehe. Und halt etwas weniger Fehlerquote haben. Ne? Mhm. Dann gibt es noch welche, auch von dem Hersteller, die haben dann hier oben nochmal einen extra Kühlkörper drauf. Und der Kühlkörper sorgt einfach nur dafür, dass die Energie, die da erzeugt wird, ja auch wieder abgetragen werden kann. Ne? Mhm, verstehe. Weil mit Strom hat immer was mit Temperatur zu tun. Ne? Ja, ja, klar. Und die sind auch ganz einfach auszutauschen. Genau. Wenn sich jemand vorher beim Kerzenwechsel die Mühe gemacht hat und Kerzenfett drauf gemacht hat. Und ansonsten sind die Dinger Saugknöpfe. Ne? Das ist das besagte Kerzenfett, das grüne hier drin, Alienwichser auch genannt. Ne? Entschuldigung. Also in unserem Jargon. Ne? So. Sieht immer wilder aus, als es ist. Achso, die müssen jetzt nochmal festgeschraubt werden. Genau, die werden festgeschraubt und dann wird nachher das Masseband für jede Spule einzeln nochmal auf die eigene Spulenbefestigung geschraubt. Also das ist nochmal eine Sicherheitsmasseverbindung. Es ist noch eine Masseverbindung im Kabelbaum, weil du ja sekundär und primäre Spule ja lädst. Und falls eine Masseverbindung weggehen würde, würde ja das ganze System zusammenbrechen. Ne? Ja, stimmt. Aber sekundär und primär teilen sich eine Masse. Obwohl wir das Video gerade erst drehen, weiß ich, dass auf jeden Fall gefühlt Hasskommentare kommen werden. Aber ja, wie gesagt, Leute, ne? Das ist halt dann doch schon ein Haufen Geld. Natürlich hätte ich gerne 5-Zylinder. Vielleicht kommt ja irgendwann noch mal einer. Jetzt ist es gerade nicht so möglich. Aber ich finde das schon, also ich bin trotzdem zufrieden und trotzdem glücklich. Und wie gesagt, dass wir den Motor jetzt einmal verstärkt haben, einfach nur wegen der Haltbarkeit und nicht wegen Leistung oder so. Weil ich will da ja ein paar Tage länger was von haben und ich bin halt jemand, der, wo es frei ist und man es halt darf, bla bla bla, dann trete ich halt auch drauf, ne? Ich nutze das Auto auch. Weil jetzt beim Voraugeln, dadurch, dass er nicht gestartet ist und Zündspulen abfahren, wird er mit Sicherheit Fehler hinterlegt haben, alleine wegen der Zündspulen und halt Duelldruck nicht erreicht, Nockenwellenposition und so. Da warten wir vielleicht noch, bis er kurz aufhört mit Alu schweißen. So ein geiles Produkt. Ich hatte ja die Auspuff-Endrohre, also dieses Rohr hier, das habe ich einmal zu HG geschickt. Das musste ja angepasst werden. Ich glaube, ein Stückchen weiter nach außen musste das hin. Also nach hier hin. HG Motorsport macht ja eh die ganzen Umbauten, auch generell für die Firma Oettinger, was die Auspuffanlagen angeht. Deswegen hatten die Maße. Ich habe es einfach nur dahin geschickt. Die haben mir das gemacht, so wie es gemacht werden sollte. Und jetzt kommen die halt auch einmal noch mit dran. Wird geil. Ich glaube nur, ich muss mir nochmal ein neues Satz Endrohre bestellen, weil ich beim Auspacken gestern, ich pack das erste Ding aus, leg's hin, pack das zweite aus, will's daneben legen und hab's daneben gelegt und ist auf den Boden gefallen, hat jetzt eine kleine Macke, aber ist wie es ist. Einmal neu. Oh, Auto ist schon aufgeladen. Was haben wir jetzt eben noch gemacht? Wir haben jetzt noch Achsvermessung gemacht. Genau, wir haben eine Achsvermessung gemacht. Wir haben geguckt, ob alles dicht ist, alle Flüssigkeiten kontrolliert, Klima aufgefüllt. Mhm. Ach so, was ich eben noch vergessen habe, bevor wir den Motor eingebaut haben, zu erwähnen, was alles verbaut ist. Zu den Kolbenleulen und den Federn, da kommt ja noch die Sachskupplung dazu. Ne? Ah, stimmt, ja, die Sachskupplung, ja. Die haben wir vergessen zu erwähnen. Warum auch immer. Das ist jetzt einfach eine verstärkte Sachs-Performance-Kupplung, ne? Genau, es ist eine verstärkte Sachs-Performance-Kupplung. Du hast den Vorteil, dass du halt mit seriengetreuen Teilen, ne, also dass du da jetzt einen Pedalweg und das alles, das ungefähr dasselbe bleibt. Es wird zwar etwas strammer, aber es fährt sich wie eine Serienkupplung auch an halt. Ne? Mhm. Du hast ja viele so richtige harte Sintermetall
Kupplungen, die wirklich nur sentimental sind, wo kaum organisches Material drin ist, da hast du ja immer, dass du dieses hier komische Anfahren und so hast, hast du bei der halt nicht. Das macht so eine Sachs-Performance halt aus und sie kann halt ziemlich viel Drehmoment halten. Ja. Ne? Okay. Ja. Perfekt. Dann. Achso, Endrohre haben wir noch. Genau, die Endrohre noch. Die zeige ich, es euch nochmal ganz kurz. Endrohre sind einfach nur jetzt wieder dran geschraubt. Ja, ja, gut, wegen deinem Bodykit ist ja auch der Heckdiffuser anders geworden. Genau. Mussten die Rohre, das war ja der Grund, warum sie überhaupt angepasst werden mussten. Ne? Genau. Ja. Ja. So, was war noch? Sonst war eigentlich, ja, geguckt, ob alle Sachen so angeschlossen sind, die, wo wir vielleicht nicht dran waren. Eine Probefahrt haben wir noch gemacht. Ja, eine normale Probefahrt und eine ausgiebige Probefahrt. Genau, ist nichts rausgelaufen, alles trocken. Alles trocken. Zur Sicherheit haben wir jetzt trotzdem nochmal den Unterfahrschutz abgelassen. Genau. Dass wenn ich das Auto nachher wieder runterstelle vom Trailer, oder dann, dass ich dann halt sehen kann. Du hast ja auch so eine kleine Bühne, wo du dich draufstellen kannst. Ja, genau. Dann kannst du es da nochmal gucken. Was zu Hause natürlich jetzt auch nochmal sein kann, ist, dass sich irgendwo eine Wasserluftblase gelöst hat oder sowas, dass er vielleicht ein bisschen Wasser nachgeben muss. Also nicht direkt, es ist nicht undicht direkt. Ne? Okay. Kann möglich sein. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Vergiss nicht zu abonnieren. Mit dem T5 zum Beispiel geht es jetzt auch gleich nochmal weiter. Also nicht gleich, sondern nächste Woche Sonntag kommt da auf jeden Fall wieder ein Video zu. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Achso, und danke. Danke, dass das wieder mal so reibungslos funktioniert hat. Ich habe nämlich am Freitag angerufen und habe gesagt, so Leute, ich hole heute mein Auto. Ich brauche Anfang der Woche einen Termin, weil ich habe Donnerstag TÜV und da will ich auf eigene Achse hinfahren. Und es hat wieder mal einfach super funktioniert mit euch. Ja, also wir bedanken uns auch, dass du das Vertrauen noch in uns setzt. Ne? 100%. Ja, ich bin immer der Meinung, dass man, wenn man da irgendwie versucht, immer an einer Hand zu ziehen, dass man da auf sich gegenseitig auch mal Rücksicht nehmen kann, zeitlich, Terminplanung und so weiter und so fort. Genau. Das ist eine Hand wäscht die andere, würde ich jetzt da in Terminplanung zumindest sagen. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.